Mit wem hat die Sura begonnen? Mit einem Fragenden. Wer ist der Fragende? Ja. Zwei Meinungen. Sehr gut. Die gängige Meinung ist, dass es sich hierbei um Al-Nadr ibn al-Harith handelte, der ein Feind Allahs war und ein bekennender Gegner unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihm eine Frage gestellt hat, um die sich ja auch diese Sure dreht, nämlich, wann kommt denn endlich diese Strafe, die du angekündigt hast? Lass sie doch auf uns hereinbrechen. Und daraufhin spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass die Strafe in jedem Fall eintreffen wird. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Ein Fragender stellt eine Frage nach einer Strafe, die ohnehin eintreffen wird. Früher oder später. Und dann spricht Allah ta'ala über den jüngsten Tag, was am jüngsten Tag geschehen wird. Und er zeigt auf, dass an jenem Tag die Menschen, welche in dieser Dunya vielleicht auch aufgrund ihrer Familie die Wahrheit nicht befolgt haben, ihre eigene Familie nicht kennen werden. Die vielleicht aufgrund ihres besten Freundes die Wahrheit nicht befolgt haben, ihren besten Freund am jüngsten Tag nicht mehr kennen werden. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Und kein warmherziger Freund wird nach seinem warmherzigen Freund fragen. Und das, obwohl sie sich sehen werden. Und Allah dafür sorgen wird, dass sie sich sehen werden. يُبَصَّرُونَهُمْ. Er wird sie sich sehen lassen. Ja, und es geht sogar noch weiter. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Der Verbrecher, und Allah spricht hier über Verbrecher, welche die Wahrheit missachtet haben, mit ihren Füßen getreten haben und diejenigen, welche sie befolgt haben, unterdrückt haben aufs Schlimmste. Der Mujrim, er wird sich wünschen an jenem Tag, dass er seinen eigenen Bruder, seine Mutter, seinen Vater, seine ganze Familie, seine Sippschaft opfern könnte, um selbst gerettet zu werden. Subhanallah. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala über den jüngsten Tag in sehr kurzen Abschnitten. Hatten wir alles letztes Mal gehabt, das ist nur noch mal eine kurze Wiederholung, insha'Allah ta'ala. Allah sagt, kalla innaha lava, keineswegs, es ist doch ein loderndes Feuer. Und jetzt, nazza'atan lishawa, dass die Kopfhaut abzieht. Und wir hatten letztes Mal gesagt, es kann das gemeint sein, dass wirklich die Kopfhaut abgezogen wird. Oder es kann gemeint sein, dass der Mensch gänzlich gezogen wird ins Höllenfeuer hinein. Ich habe heute nochmal einen schönen Vortrag gehört von einer Professorin, und die auch Tafsir zu Surat al-Ma'arij gemacht hat. Und sie hat etwas Interessantes gesagt, und zwar, warum spricht hier Allah Ta'ala über solch eine harte Strafe? Das hört sich ja sehr, sehr hart an. Nazza'at al-Shawa, die Kopfhaut abzieht. Das hört sich ja sehr hart an. Und der Grund ist, Allah Ta'ala, er erwähnt die Strafe, welche sie selbst den Gläubigen in der Dunya angetan haben. Das heißt, sie haben die Gläubigen, die Schwachen unter ihnen, die Sklaven, die keine Familie hatten, haben sie aufs Brutalste gefoltert, haben ihre Haut verbrannt. Und Jahannam wird ebenfalls ihre Häute verbrennen, wie es bei Khabbab ibn al-Arad gewesen ist, der auf glühende Kohle gelegt wurde, sodass er einmal, als er zu Umar ibn Khattab ging, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Bilal kam herein, und dann machte Umar ibn Khattab, stand auf und machte ihm Platz, und er sagte, wenn wir jemanden ehren müssen, dann ist es Bilal. Und dann meinte Khabbab, halt, halt, halt. Ja? Du weißt nicht, was sie mit mir gemacht haben. Sie haben glühende Kohle genommen, glühende Kohle, und mich raufgelegt. Und dann hat er seinen Rücken frei gemacht, und in seinem Rücken waren lauter Löcher gewesen, weil das Fleisch samt der Haut weggebrannt wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er droht hier solch eine brutale Strafe, um zu zeigen, kema tadinu tudan. Kema tadinu tudan.
So wie du dich verschuldest, wirst du es auch zurückbekommen. Sei dir dessen sicher. Egal, was du machst, du wirst es zurückbekommen. Und deswegen diese harte Strafe, die Allah Ta'ala hier ankündigt. Und dann zeigt Allah Ta'ala noch einmal auf, was der Grund gewesen ist, warum sie nicht die Wahrheit oder warum sie bestraft werden. تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى, dass den rufen wird, wer den Rücken gekehrt und sich abkehrt. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf den Menschen als Ganzes ein. Und das ist dieser Übergang jetzt. Dieser Übergang von den Mushrikun, den Kuffar, die Mujrimun, welche die Da'wa bekämpft haben mit allen Mitteln und welche glaubten, ach, es wird sozusagen, ich werde davon kommen, aber du wirst nicht davon kommen. Zum eine Warnung auch an all jenen, die heutzutage Unrecht tun. Und das finden wir, das, was damals geschehen ist, finden wir auch heute. Ja, in vielen Ländern, in Ägypten, in Syrien, in Irak, in China, überall auf der Welt gibt es Menschen, die unterdrückt werden, nur aufgrund ihres Glaubens. Und aufs Brutalste gefoltert werden. Man kann sich das hier in Deutschland gar nicht vorstellen, aber das passiert gerade. Jetzt in diesem Moment werden Menschen gerade gefoltert. Und teilweise sind das sogar Muslime, die das tun. Also Muslime tun Muslimen dieses Leid an. Manche denken, sie könnten einfach so davonkommen. Nein, Wallahi, du wirst nicht davonkommen. Hier wird genau dasselbe geschehen. Kemma tadine tudan. Sei dir dessen sicher. Das ist eine Warnung an jeden, der Unrecht tut. Auch eine Warnung an uns alle. Wenn wir Unrecht tun, wir werden das zurückbekommen. In irgendeiner Weise. Und ganz ehrlich, lieber in der Dunya als im Akhira. Lieber in der Dunya als im Akhira. Weil in der Dunya kann ich dann vielleicht noch bereuen. Und merke, ich habe was falsch gemacht. Aber im Akhira ist es vorbei. Khalas. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf diesen Übergang ein, den wir auch schon besprochen hatten. Um dann auf die anderen Menschen einzugehen. Nämlich die Gläubigen. Aber zunächst erst einmal geht Allah Ta'ala auf den Menschen ein. Wenn er über den Menschen spricht, dann spricht er über den Menschen, der nicht bereit ist, den Huda, die Rechtleitung Allahs zu befolgen. Weil der Mensch sowohl Gutes in sich trägt, als auch Schlechtes. Allah hat ihn so erschaffen. Allah hat den Menschen erschaffen mit Eigenschaften, die ihn zum Guten führen. Und gleichzeitig auch mit Eigenschaften, die ihn zum Schlechten führen können. Weil das macht den Menschen aus. Der Mensch kann Gutes und Schlechtes tun. Er hat diese Fähigkeit. Und das ist seine Prüfung. Innal insana khuliqa halu'a. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Wir hatten letztes Mal über halu'a gesprochen und auch aufgezeigt, was eigentlich das Wort hella oder halu'a bedeutet. Und die Mufassirun haben gesagt, ja, halu'a sari'ul husni wal jaza' shadidul hirsi qalilus sabr. Halu'a ist jemand, der schnell trauert, ja, schnell unzufrieden ist, sehr, sehr gierig ist, wenig Geduld hat. Und es gibt viele Menschen, eigentlich kann jeder Mensch theoretisch so sein. Jeder Mensch, der nicht bereit ist, an sich zu arbeiten. Jeder Mensch, der nicht bereit ist, an sich zu arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Und zwar, der Mensch, der nicht an sich arbeitet, bei dem kommen genau diese negativen Eigenschaften zum Vorschein. Und der Mensch, der an sich arbeitet, der wird sich positive Eigenschaften aneignen können. Aber in irgendeiner Weise wirst du dich immer als Mensch entwickeln, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Und du hast die Wahl. Wenn du dich gehen lässt, wenn du nicht bereit bist, Mujahedatun Nafs zu machen, dann wirst du jeden Tag die immer mehr negative Eigenschaften aneignen. Ein Beispiel. Jemand, der jeden Tag zu Hause herumsitzt, Fastfood isst, Süßigkeiten isst, sich die ganze Zeit vollstopft, eine Serie nach der anderen anschaut. Was wird bei ihm geschehen? Wird er dadurch irgendwann einmal vielleicht zu sich kommen? Oder wird er, wenn er so weitermacht, immer träger werden, immer schwerer werden, immer ungesünder werden, vielleicht sogar kränker werden? Das heißt, es wird sich nicht besser, im Gegenteil, es wird von Tag zu Tag immer schlechter und immer schlimmer. Erst wenn er anfängt, an sich zu arbeiten, wird es von Tag zu Tag immer besser. Also wenn ich mich einfach lasse, dann kommen genau diese negativen Eigenschaften hervor. Und deswegen muss ich an mir arbeiten. Damit ich Erfolg haben kann und damit ich mir positive Eigenschaften aneignen kann. Weil dieses Halu
diese Eigenschaft, die kann ich im Grunde genommen auch in was umsetzen? In positive Eigenschaften. Dass ich als Mensch versuche, wenn ich nach etwas strebe, wenn ich gierig bin, gierig zu sein nach guten Taten und nicht nach schlechten Taten. Also ich versuche, diese Eigenschaft für etwas Gutes zu nutzen und nicht für etwas Schlechtes zu nutzen und daraus das Beste zu machen. Und auf jeden Fall beschreibt jetzt Allah Ta'ala diesen Menschen. Und interessant ist, dass immer dann, wenn Allah Ta'ala negative Eigenschaften des Menschen aufzeigt im Koran, dann verwendet er das Verb im Passiv und nicht im Aktiv. Was ist damit gemeint? Allah sagt nicht, خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ هَلُوعَ. Allah hat den Menschen Halu'a erschaffen. Sondern er sagt, der Mensch wurde, also im Passiv, Halu'a erschaffen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Regel, die wir letztes Mal nicht erwähnt hatten. Und zwar, Allah Ta'ala wird immer nur das Gute zugeschrieben. Das Schlechte schreiben wir jedoch Allah Ta'ala nicht zu. Das ist ein Adab, eine Verhaltensregel gegenüber Allah. Am Ende, Allah ist der Schöpfer des Menschen. Allah hat den Menschen so erschaffen, wie er ihn erschaffen hat. Aber wenn es um das Negative geht, dann sollte ich immer nach den Ursachen bei mir suchen. Weil Allah mir nämlich die Möglichkeit gegeben hat, dieses Negative auch zu verändern. Er hat mich ja nicht so erschaffen und gesagt, du musst so sein und wird mich dann dafür zur Rechenschaft ziehen für etwas, was ich sein muss. Nein, sondern er hat mir sowohl Gutes als auch Schlechtes gegeben. Und meine Aufgabe ist es, nach dem Guten zu streben. Und deswegen wird das Schlechte nie Allah zugeschrieben. Sag niemals, ja Allah, du bist schuld. Oder ich bin so, weil Allah mich so erschaffen hat. Ich bete nicht, weil Allah es nicht möchte, dass ich bete. Nein, Allah möchte, dass du betest. Und er hat es dir sogar befohlen. Und du musst dich dazu überwinden, zu beten. Das ist es, worauf es ankommt. Sich darauf auszuruhen, dass Allah etwas für mich bestimmt hat und ich nicht anders kann, das ist der größte Fehler, den der Mensch machen kann. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber ich möchte, dass wir das immer wieder auch uns vor Augen halten, weil der Mensch neigt häufig dazu, dann auch sich darauf auszuruhen und vergisst solche Sachen immer wieder. Du als Mensch kannst dich immer verändern. Bis zum letzten Atemzug in deinem Leben hast du die Möglichkeit, dich zu verändern. Und deswegen gib niemals den anderen die Schuld für deine Misserfolge. Gib niemals dem Schicksal die Schuld. Gib niemals der Zeit die Schuld. Gib niemals den Umständen die Schuld, deiner Familie die Schuld. Such die Ursachen immer bei dir selbst. Weil egal, wie schwierig deine Situation ist, du kannst trotzdem erfolgreich sein und dich verändern. Auf TikTok, auf Instagram sehen wir immer wieder und auf YouTube sehen wir immer wieder Videos von Leuten, die keine Arme, keine Beine haben. Oder? Immer wieder, subhanallah. Und wir sehen, das sind Leute, die erfolgreich sind. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Doku gesehen und da ist ein Mann, der ist Naturforscher und der ist blind. Und das haben die am Anfang nicht gezeigt, dass er blind ist. Und du denkst wirklich, er kann sehen. Und dann hat er etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ja, ein Teil von mir ist gestorben. Aber das heißt nicht, dass das Leben zu Ende ist. Ich lebe immer noch. Und obwohl er blind ist, macht er daraus das Beste. Und hat dadurch seine anderen Sinnesorgane geschärft. Subhanallah. Und das ist das, worauf es ankommt. Dass ich versuche, aus dem, was mir Allah gegeben hat, immer das Beste zu machen. Es mag zwar sein, dass ich weniger habe als andere, aber dafür habe ich in anderen Bereichen mehr als andere. Weil Allah immer, wenn er von dir etwas nimmt, gibt er dir einen Ausgleich. Sei dir dessen sicher. Und jetzt, nachdem Allah jetzt erklärt, was mit dem Halu' gemeint ist, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er mutlos. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Haben wir letztes Mal besprochen, gehen wir jetzt nicht darauf nochmal ein. Kommt jetzt dieser ganz wichtige Abschnitt innerhalb des Surah. Und zwar Allah Ta'ala, er zeigt jetzt auf, dass es Menschen gibt, welche es schaffen, diese negativen Eigenschaften zu überwältigen und sich zu verändern und zu guten Menschen zu werden, so wie es Allah Ta'ala eigentlich für die Menschen vorgesehen hat. Und Allah Ta'ala, er sagt, illal musallin, außer den Betenden. Mit anderen Worten, die Betenden haben nicht diese Eigenschaft, über die Allah hier gesprochen hat. Die Eigenschaft des Halu'a.
sondern die Betenden, sie haben es geschafft, sich so zu verändern, dass sie diese Eigenschaft ablegen und zu einem ganz anderen Menschen geworden sind. Ein Menschen, so wie ihn Allah Ta'ala eigentlich wollte, als er Adam alayhi salam erschaffen hat. Und wir hatten ja letztes Mal noch das erwähnt gehabt, dass Allah Ta'ala hier nicht die Gläubigen ausnimmt, sondern er nimmt hier die Betenden aus. Und wir haben aufgezeigt gehabt, der Grund ist, dass Allah Ta'ala uns aufzeigen möchte, dass diese innige Beziehung des Menschen zu Allah den Menschen nachhaltig verändern wird. Und zwar zum Positiven. Und dass derjenige, der betet, aber sich nicht verändert zum Guten, sein Gebet eigentlich nicht richtig vollzogen hat. Und nicht verstanden hat, warum er eigentlich vor Allah steht. Und wir hatten letztes Mal ein Zitat auch von Abdullah ibn Mas'ud genannt gehabt. Ich hatte versehentlich letztes Mal Abdullah ibn Abbas gesagt gehabt, aber es ist von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. Und zwar, wo er sagt, man lam tanhahu salatuhu an al-fahsha'i wal-munkar lam yazdat min Allah illa bu'da. Das ist kein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist was? Das ist was? Ein Mawquf-Hadith. Das ist ein Mawquf-Hadith. Aber auf Abdullah ibn Mas'ud geht er authentisch zurück. Und zwar, wen das Gebet nicht von Fahsha, von Schändlichem und Übel abhält, der wird sich nur noch mehr von Allah Ta'ala distanzieren. Diese Aussage muss man natürlich richtig verstehen. Das heißt nicht nochmal, dass man nicht beten soll, wenn man einen Fehler macht. Sondern es zeigt einfach auf, dass derjenige, der es nicht verstanden hat, warum er eigentlich betet und trotzdem weiterhin diese großen Sünden begeht, dass er sich dadurch eigentlich noch mehr von Allah distanziert. Weil er nicht nur sich selbst Schaden zufügt, sondern der gesamten Umme Schaden zufügt. Weil Leute, die beten und gleichzeitig stehlen und betrügen und schlechte Dinge tun, sie verzerren das schöne Bild des Islam. Und das dürfen wir an dieser Stelle niemals vergessen. Du trägst als betender Bruder, als betende Schwester, als Kopftuch tragende Schwester, als Bart tragender Bruder, den man als Muslim erkennen kann, trägst du eine ganz besondere Verantwortung. Weil alles, was du tust, wird automatisch mit dem Islam verbunden, ob du es willst oder nicht. Ob du es willst oder nicht, du kannst immer noch sagen, ja, ich habe als Privatperson gehandelt oder ich habe hier als Verrät gehandelt oder ja, aber am Ende, die Leute werden sagen, guck mal, da ist jemand, der geht in die Moschee, ja, hat Bart, Mashallah, Schwester, geht in die Moschee, trägt Kopftuch, aber handelt so. Die sind auch nicht besser. Im Gegenteil, die sind noch viel schlimmer. Hört man doch immer wieder, oder? Subhanallah. Und deswegen, ich trage eine gewisse Verantwortung. Und das Gebet sollte mich zum Guten verändern. Ich bin kein Engel, weil ich bete. Aber ich versuche zumindest an mir zu arbeiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt, illal musallin, außer den Betenden. Und jetzt nennt er 8 Eigenschaften. 8 Eigenschaften, welche sich die Betenden aneignen sollten. Und nach denen jeder Betende streben sollte. Jeder, der eine innige Beziehung zu Allah aufbauen möchte, sollte versuchen, sich genau diese Eigenschaften anzueignen. Und die erste Eigenschaft ist, dass ich zunächst erst einmal mein Gebet regelmäßig und dauerhaft verrichte. Weil das ist die Grundlage dafür, damit das Gebet mich überhaupt verändern kann. Wenn ich nur ab und zu bete, nur freitags bete, nur mal zum Eid in die Moschee komme, oder mein Gebet unterbreche, oder vielleicht auch meine Gebete am Abend zusammenlege, dann vermag das Gebet mich auch nicht zu verändern. Weil das Gebet kann mich nur dann verändern, wenn ich es auch wirklich in seinen Zeiten, und zwar immer verrichte. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich Antibiotikum vom Arzt verschrieben bekomme, dann muss ich diese Tabletten immer zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Abständen regelmäßig einnehmen. Was passiert, wenn ich einmal eine Tablette auslasse? Was passiert dann? Dann kann es sein, dass das Antibiotikum nicht mehr wirkt und dass ich dann eine andere Art von Antibiotikum dann zu mir nehmen muss. Ich bin kein Arzt, aber das ist das, was ich zumindest immer höre. Ja? Also mit anderen Worten, ich kann zwar die Tablette nehmen, aber wenn ich sie nicht regelmäßig nehme
und nicht zu den vorgeschriebenen Zeiten, dann bringt sie mir nichts. Und dann wirkt sie irgendwann mal nicht mehr. Und genauso auch ist es mit, weiß ich nicht, mit anderen Tabletten, mit anderen Medikamenten. Und das Gebet ist Medizin für meine Seele, für mein Herz. Wenn ich also das Gebet unterbreche und mal einen ganzen Tag nicht bete oder nur am Abend alles zusammenlege, dann wird das Gebet mich auch nicht wirklich verändern können. Aber was ist das für ein Gebet, was ich am Ende des Tages, wo ich dann 10 oder weiß ich nicht, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha beten muss? Was ist das? Da werde ich es erstens nicht mehr vernünftig verrichten. Nur noch schnell, damit ich es hinter mir habe. Ich bin kaputt, ich bin müde und jetzt muss ich auch alle Gebete zusammenlegen. Ich werde nicht mit Khushu' beten können. Und ich habe den gesamten Tag verbracht, ohne einmal vor Allah zu stehen. Der gesamte Tag ist vergangen, ohne einmal vor Allah gestanden zu haben. Ich habe einfach meiner Seele kein Essen gegeben. Es ist so, als hätte ich den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe einfach meiner Seele nicht ihr Essen gegeben. Damit also das Gebet wirklich etwas verändern kann in mir, brauche ich diese Regelmäßigkeit, diese Kontinuität. Und genauso auch ist es mit allen anderen Taten. Weshalb unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auch immer wieder dazu angehalten hat, Dinge, die wir beginnen, dauerhaft zu vollziehen, auch wenn es wenig ist. Weil diese Kontinuität und diese Dauerhaftigkeit, sie führt zur Veränderung. Sie führt wirklich zum Erfolg. Und das ist schwierig, das ist gar nicht so einfach. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber subhanallah, das ist genau das, was eine nachhaltige Veränderung nach sich bringt. In allen Bereichen. Wenn ich nach Wissen streben möchte, in der Schule beispielsweise, aus unserem Alltag, wenn ich wirklich jeden Tag ein bisschen lernen würde, nehmen wir mal die Englisch-Vokabeln. Ich nehme mir vor, jeden Tag wirklich 15 Minuten Englisch-Vokabeln zu lernen. Dann werde ich diese Vokabeln bis zum nächsten Test perfekt können. Ich muss mich gar nicht mehr vorbereiten auf den Test. Warum? Weil ich jeden Tag 15 Minuten gelernt habe. Jetzt kann ich aber auch einfach vor dem Vokabeltest dann 3-4 Stunden lernen hintereinander. Dann werde ich vielleicht noch eine 2 oder eine 3 schreiben. Vielleicht schaffe ich sogar eine 1. Aber am nächsten Tag habe ich die Vokabeln wieder vergessen. Das heißt, der eine wird auf jeden Fall eine 1 schreiben, der jeden Tag ein bisschen gelernt hat. Der macht es ohne jegliche Anstrengung, macht es vielleicht sogar in der U-Bahn, ja, mittlerweile gibt es ja Apps etc. Wird die Vokabeln drauf haben und er wird diese Vokabeln auch niemals wieder vergessen, weil sie nämlich im Langzeitgedächtnis sind. Also er hat die Sprache gelernt. Der andere hat kurz gelernt, kann vielleicht die Prüfung bestehen, wenn überhaupt, mit viel Stress und am Ende hat er die Sprache trotzdem nicht gelernt. Schaut mal, subhanallah. Hier hast du Kontinuität, ja, jeden Tag ein bisschen. Und am Ende hast du ein Ergebnis. Im anderen Beispiel hast du keine Kontinuität. Es ist mit Stress verbunden. Du musst genauso viel Zeit investieren am Ende. Und du hast kein Ergebnis. Und genauso auch ist es mit allen anderen Dingen. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Die Taten, die Allah am meisten liebt, sind die, die am dauerhaftesten sind, am kontinuierlichsten sind, selbst wenn es wenig ist. Selbst wenn es wenig ist. Und subhanallah, die Sahaba radhiyallahu anhum, die haben das verstanden. Und deswegen, wenn sie eine Ibadah begonnen haben, haben sie sie auch wirklich durchgezogen. Es gibt hier diese schöne Überlieferung auch von Abdullah ibn Umar, der sehr streng gewesen war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gehört, dass er sehr viel fastet und sehr viel Ibadah macht. Und dann eines Tages hat Abdullah ibn Umar dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie viel er denn so hat. Der Prophet hat gesagt, ich habe gehört, du machst viel Ibadah etc. Und auf jeden Fall hat dann der Prophet gesagt, faste wenn überhaupt 3-mal im Monat. Er meinte, ich kann mehr. Er meinte, er Montag und Donnerstag. Er meinte, ich kann mehr. Da meinte er, jeden zweiten Tag. Er meinte, ich kann mehr. Er meinte, mehr geht nicht. Dann hat er das gemacht, aber hört mal zu. Er hat das wirklich durchgezogen. Er hat wirklich sein Leben lang, bis er sogar ein alter Greis gewesen ist, das Fasten von Dawud vollzogen. Und dann sagte er aber, als er alt geworden ist, hätte ich doch damals bloß auf den Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam. Hätte ich doch auf ihn gehört. Aber was lernen wir daraus? Die Sahaba radhiyallahu anhum, wenn sie was gemacht haben, dann haben sie es durchgezogen. Diese Kontinuität, daran sollte ich arbeiten. Insbesondere, wenn es um Pflichten geht.
Bei einer Sunna, wenn ich das nicht kontinuierlich mache, das ist schade. Aber gut, dann ist das eben so. Aber wenn es um ein Fard geht, um mein Gebet geht, meine Beziehung zu Allah, dann darf ich das nicht unterbrechen, egal was ist, egal unter welchen Umständen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, halte am Gebet fest. Halte am Gebet fest. Du hast mal einen schwachen Iman, halte am Gebet fest. Du hast eine Sünde begangen, du fühlst dich nicht sauber und sagst, wie kann ich so vor Allah stehen? Steh vor Allah, Allah will, dass du über ihm stehst. Weil dieses Gebet wird dich reinigen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte einmal zu den Sahaba, was würdet ihr sagen zu jemandem, der ein Haus hat und vor seinem Haus ist ein Fluss? Und er würde 5-mal am Tag in diesem Fluss baden. Wird er noch irgendwie schmutzig sein? Sagt nein, oh Gesandter Allahs. Er wird keinen Schmutz mehr haben. 5-mal am Tag baden, ne, ist viel. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und genauso auch die 5 Gebete. Wer sie verrichtet, Allah reinigt ihn. Du hast eine Möglichkeit, dich zu reinigen von deinen Sünden. Das Gebet ist dazu da, um dich zu reinigen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, mein Gott, ich bete zwar, aber ich begehe Sünden und mein Iman ist schwach und ich habe das Gefühl, ich fühle mich nicht wirklich bereit, um vor Allah zu stehen, dann weißt du, das ist eine Waswase vom Shaitan. Das ist eine Einflüsterung des Shaitans. Weil der Shaitan, er will dich davon abbringen, die wichtigste Pflicht eines Muslims überhaupt zu erfüllen. Ohne Gebet kein Islam. Ohne Gebet keine Hingabe. Deswegen, also diese erste Eigenschaft, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, diejenigen, welche in ihrem Gebet beharrlich sind, es immer machen, es immer verrichten, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde gefragt über die Tat, die Allah ta'ala am meisten liebt. Authentische Überlieferung, Sahih Bukhari, von Abdullah ibn Mas'ud wird überliefert, dass der Prophet gefragt wurde, oder dass er den Propheten fragte, sallallahu alaihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, welche Tag liebt Allah am meisten? Und was sagte er? As-salatu ala waqtiha. Das Gebet zur Zeit. In einer anderen Version, fi awwali waqtiha. Das Gebet zum Beginn der Zeit. Das heißt, die beste Tat, die du als Muslim überhaupt machen kannst, ist, deine Gebete einzuhalten. Und dann, thumma ay, was kommt danach? Sagte birrul walidain, die Güte gegenüber den Eltern. Und dann fragte er, thumma ay, und was kommt danach? Und dann meinte er, sallallahu alaihi wa sallam, al-jihadu fi sabilillah. Das Bemühen auf dem Wege Allahs. Und dann sagte Abdullah ibn Mas'ud, haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Er hat mir das berichtet, sallallahu alaihi wa sallam, und hätte ich ihn um mehr gebeten, dann hätte er, was? Dann hätte er mir noch mehr gegeben. Die beste Tat überhaupt. Dein Gebet einzuhalten in der vorgeschriebenen Zeit. Dann, die nächste Eigenschaft, die Allah Ta'ala jetzt erwähnt. Und zwar, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten. Zunächst erst einmal, immer wieder finden wir im Koran die Verbindung zwischen dem Gebet und zwischen der Zakat. Die Verbindung zwischen dem Gebet und zwischen der Zakat. Sodass, soweit ich mich entsinnen kann, Abdullah ibn Abbas gesagt hat, es gibt jeweils 3 Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Und dazu gehört unter anderem, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. 2 Dinge, die man voneinander nicht trennen kann. Geht nicht. Und das zeigt uns auch einmal, was die Aufgabe eines Muslims ist. In dieser Dunya. Die Aufgabe eines Muslims in dieser Dunya, meine lieben Geschwister, ist es, eine aufrichtige Beziehung zu Allah aufzubauen und gleichzeitig eine gute Beziehung zu seinen Mitmenschen zu haben und für seine Mitmenschen da zu sein. Wenn du dich selbst einfach mal bewerten möchtest, wo stehe ich eigentlich, dann solltest du diese beiden Dinge anschauen. Wie sieht meine Beziehung zu Allah aus, meine Ibadat, ob ich die Grenzen Allahs zwischen mir und zwischen Allah einhalte, und wie sieht meine Beziehung zu meinen Mitmenschen aus? Und dann kann ich ganz klar gucken, wo ich stehe eigentlich bei Allah. Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder kann sich eigentlich selbst beurteilen.
Jeder Mensch, subhanallah, kann sich eigentlich selbst beurteilen. Schau einfach, ja, wie sieht dein Gebet aus, ja, dein Fasten aus, all diese Ibadat, und wie ist eigentlich meine Beziehung zu meinen Mitmenschen? Wie sehen mich eigentlich meine Mitmenschen? Wie sehen mich eigentlich meine Mitmenschen? Bin ich jemand, den sie als jemanden sehen, der hilfsbereit ist, der freigebig ist, der freundlich ist, der höflich ist, der zuvorkommend ist? Oder wollen sie lieber Abstand halten von mir? Das sind alles Dinge, die ich mir selbst jetzt beantworten kann, schon in dieser Dunya. Nun weiß ich auch ungefähr, wo ich bei Allah Ta'ala stehe. Ungefähr. Und dass das so ist, das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht. Indem er sagte, Entum Shuhada Allah fil Ard, ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Das heißt, schau einfach, wie die Menschen über dich denken und wie die Menschen über dich reden. Und das zeigt dir schon ungefähr, wo du stehst. Möge Allah Ta'ala uns immer einen guten Ruf geben, sagt er Amin, ja Rabbi. Weil das spielt eine wichtige Rolle. Wir haben das ja mitbekommen, jetzt subhanallah, in Ägypten gab es ja jetzt hier, hat ja die Ägypter unter uns, die wissen das. Ja, da gab es ja eine große Debatte über einen ägyptischen Journalisten, der sehr stark auf der Seite des Regimes stand. Und als er gestorben ist, schlimm. Alle haben ihn verflucht. Alle haben ihn verflucht. Ja, wirklich alle haben ihn verflucht. Und das muss schlimm sein. Ja, so zu sterben, dass alle dich verfluchen. Ja? Nur weil uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Ist natürlich jetzt nochmal eine krasse Ausnahme. Ich meine, jemand, der so viel Unrecht getan hat. Ja, aber wie muss das sein? Dass alle dich verfluchen. Entum Shuhada Allah fil Ard. Wenn alle ihn verfluchen, ich will nicht wissen, was dann bei Allah ist. Allahu A'lam. Ich beurteile nicht darüber, aber das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Und deswegen, ja, du weißt schon selbst ungefähr, ja, wo du bei Allah stehst und wie du einfach schaust, wie stehe ich eigentlich bei den Menschen? Ich mache es nicht für die Menschen, aber wie denken eigentlich die Menschen über mich? Das ist eine wichtige Sache. Und jetzt, Allah Ta'ala sagt, Haqqum Ma'lum, ein festgesetztes Recht. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Zakat. Wann wurde denn die Zakat eingeführt? Wir wissen ja, Ma'arij ist eine mekkanische Sura. Wann wurde die Zakat eingeführt? In welchem Jahr? Weiß jemand? Wann wurde die Zakat eingeführt? Im zweiten Jahr nach der Hijra. Im zweiten Jahr nach der Hijra wurde die Zakat eingeführt. Das heißt, diese Ayah, sie kann sich noch nicht auf die Zakat beziehen. Weil die Pflicht der Zakat wurde erst im zweiten Jahr nach der Hijra eingeführt. Aber grundsätzlich spricht Allah Ta'ala unabhängig von der Zakat darüber, dass die Bedürftigen ein Anrecht auf mein Vermögen haben. Was bedeutet das für mich als Muslim? Das bedeutet zunächst einmal für mich als Muslim, dass das Geld, was Allah mir gegeben hat, das Vermögen, was Allah mir gegeben hat, eigentlich nur etwas ist, was ich verwalte. Nur etwas ist, was ich verwalte. Es ist eine Art Prüfung, womit Allah subhanahu wa ta'ala mich prüfen möchte. Und dass die bedürftigen Menschen ein Recht, ein Anrecht darauf haben. Das heißt, wenn ich spende, dann tue ich dem Bedürftigen eigentlich keinen Gefallen damit, sondern ich tue damit mir selbst einen Gefallen. Weil ich reinige eigentlich mein Vermögen. Ich gebe dem Bedürftigen eigentlich nur das, was ihm zusteht. Ich brauche nicht zu denken, oh, ich habe etwas Tolles gemacht. Ich habe dem Bettler einen Euro gegeben. Und jetzt? Danke Allah, dass dieser Bettler zu dir gekommen ist, dass du ihm einen Euro geben konntest. So musst du an die Sache herangehen. Und nicht denken, jetzt habe ich was Großes getan. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Ja, ayyuha allazina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O die ihr glaubt. Macht eure Sadaqat, eure Spenden nicht zunichte, indem ihr das den Menschen vorhaltet. Oder ihm sogar schadet im Nachhinein und in die Nase reibt. Wala tamnun tastakthir. Darüber hat es unserem Propheten, da haben wir besprochen, in Surat al-Muddathir. Ja? Und halt es den Leuten nicht vor. Dieser Bedürftige, der zu dir kommt, der hat ein Recht auf dich. Wenn du also spendest, dann gibst du ihm eigentlich nur sein Recht, nicht mehr und nicht weniger. Und du sollst dankbar sein, dass du die Möglichkeit hast zu spenden. Dass du die Möglichkeit hast, die gebende Hand zu sein und nicht die nehmende Hand zu sein. Das ist das Nächste, was sehr wichtig ist. Als Muslim sollte ich versuchen, immer die Einstellung zu haben, die gebende Hand zu sein und niemals die nehmende Hand zu sein. Wenn ich kann. Wenn ich kann, wenn ich die Möglichkeit habe, sollte ich das immer sein. Wir haben hier diese schöne Geschichte von Ibrahim ibn Adham. Die habe ich schon oft erzählt, aber ich finde die so schön. Und seinem Schüler, Shaqiq al-Balkhi.
Shaqiq al-Balkhi war der Schüler von Ibrahim ibn Adham gewesen. Und auf jeden Fall kam er eines Tages zu seinem Ustaz, zu seinem Lehrer, meinte er, Sheikh, ich habe eine gute Nachricht für dich. Er sagte, was denn? Er sagte, ich habe vor, auszuwandern, um ein bisschen zu handeln, ein bisschen Tijara zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, super Sache, finde ich gut. Und dann machte er sich auf den Weg. Und nach wenigen Tagen oder Wochen kam er wieder zurück. Dann meinte der Sheikh zu ihm, was ist los? War das deine Handelsreise, von der du gesprochen hast? Und er meinte dann, er sagt, nein, nein, aber ich habe auf dem Weg etwas erlebt, was mich dazu gebracht hat, umzudenken und wieder zurückzukehren. Er meinte, was denn? Und dann hat er erzählt, dass er irgendwie, er wollte gerade Essen auspacken und dann kam eine Katze, hat was stibitzt und dann ist er ihr gefolgt, um zu gucken, was sie damit macht. Ja, und sie hat damit irgendwie einer Schlange etwas zu essen gegeben und das hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, Subhanallah, Allah Ta'ala, er versorgt die Feinde untereinander. Kann er mich dann auch nicht versorgen, wenn ich in meiner Heimatstadt bin? Ich muss doch gar nicht ausreisen. Und dann meinte dann der Lehrer zu ihm, hat sich gesagt, oh, Subhanallah, du hast recht. Und er meinte, was ist los mit dir? Du hast nichts verstanden. So lange bist du bei mir Schüler, hast nichts verstanden. Ja? Warum bist du dann damit zufrieden, die nehmende Hand zu sein und nicht die gebende Hand? Warum bist du nicht derjenige, warum bist du nicht die Katze? Warum willst du unbedingt die Schlange sein? Sei doch du die Katze, die ihr das Essen bringt und nicht umgekehrt. Hat dich der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, al-yadul uliya khayrun min al-yadis sufla? Die gebende Hand, die obere Hand ist besser als die untere Hand, also die nehmende Hand. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, Allah Ta'ala, er spricht hier über die Musallin. Und er zeigt auf, dass die nächste Eigenschaft die ist, dass sie etwas geben. Und ich als Muslim sollte danach streben, derjenige zu sein, der gibt, der der Gesellschaft gibt, der die Menschen unterstützt, der die Moschee unterstützt. Ich will derjenige sein, der die Moschee tragen kann. Ich will derjenige sein, der Bedürftige ernähren kann. Ich will derjenige sein, der als Erster spenden kann. Wenn wir auf Spenden angewiesen sind, warum haben wir teilweise diese Einstellung unter vielen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen, dass sie einfach keine Lust haben zu arbeiten und sich lieber ernähren lassen vom Vaterstaat, obwohl sie arbeiten gehen können, sogar etwas Großes erreichen können. Ja, wir wollen erfolgreiche junge Muslime und Musliminnen, welche diese Gemeinschaft tragen können, welche diese Gemeinschaft finanzieren können. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist, ja, dass man auch Gelder braucht, weil am Ende kostet alles Geld. Wenn du gute Anwälte haben willst für deine Gemeinschaft, kostet das Geld. Wenn du eine schöne Moschee haben willst, kostet das Geld. Wenn du einen guten Imam haben willst zu deiner Moschee, kostet das Geld. Ja? All das kostet Geld am Ende. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen, diese Einstellung sollten wir haben. Und jetzt, interessant, die Sa'ili wal Mahrum, dem Bettler und dem Unbemittelten. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einem Bettler und einem Unbemittelten? Was ist der Unterschied zwischen einem Sa'il und einem Mahrum? Ist doch beide Mahrum, oder? Was ist der Unterschied? Warum erwähnt Allah Ta'ala hier beide? Der Grund ist, Allah Ta'ala, er zeigt auf, ich als Muslim sollte nicht nur demjenigen geben, der mich bittet, sondern ich sollte auch nach denjenigen suchen, die brauchen, aber nicht bitten. Ganz wichtig. Ich warte nicht erst darauf, dass Leute zu mir kommen und sagen, gib mal. Sondern ich gehe und schaue, wo kann ich mein Geld spenden. Das ist die Einstellung, die ich haben sollte. Sehr wichtig. Es gibt Leute, die sich aufregen, wenn beispielsweise in einer Moschee Spenden gesammelt wird. Oh, schon wieder, mein Gott. Es wäre schön, wenn es nicht so sein müsste. Warum haben wir nicht, weiß ich, wie viele Daueraufträge, sodass alle Kosten der Moschee gedeckt werden können, dass man gar nicht mehr nach Spenden suchen muss? Beispielsweise. Warum nicht? Stellt euch mal vor, in so einer großen Moschee, 1000 Leute, mehr als 1000 Leute kommen, ja? Stellt euch mal vor, jeder, ja, würde nur mit 10 Euro einen Dauerauftrag machen. Monatlich. Da hättest du schon 10.000 Euro. Hättest du eigentlich so gut alle Ausgaben gedeckt von der Moschee. Ohne zu fragen. Einfach machen. Gar nicht warten. Einfach machen. Lissa'ili wal mahrum. Ich warte nicht erst, bis die Leute bitten, sondern ich suche nach denjenigen, die nicht haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch immer wieder im Koran über genau diese Gruppe. Menschen, die sich schämen. Yata'affafun. Es gibt viele Menschen, die nichts haben und die brauchen wirklich, aber die schämen sich, ihre Hand auszustrecken.
Und gleichzeitig zeigt es uns auch etwas Wichtiges. Auch die Bettler auf der Straße, die dich bitten, ja, gib ihnen auch. Gib ihnen auch. Manchmal ist man sich sicher, kann ich ihm jetzt geben, kann ich ihm nicht geben. Dann musst du einfach schauen, was dein Herz dir sagt. Aber selbst wenn du mal jemandem etwas gibst, was falsch war, der reich war oder der vielleicht damit auch Alkohol kauft etc., ist es nicht weiterhin schlimm. Es gibt eine schöne Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass ein Mann gespendet hat, heute werde ich spenden. Und dann spendete er und er gab das Geld einem Reichen. Und dann am nächsten Tag haben die Leute gesagt, oh, der hat einem Reichen Geld gegeben. Guck mal, wie dumm der ist. Ja? Dann am nächsten Tag sagt er, heute spende ich. Und dann hat er das Geld einem Dieb gegeben. Und dann haben die Leute gesagt, guck mal, der gibt das Geld einem Dieb. Und dann am dritten Tag, ich will heute wieder spenden. Ja? Und dann hat er das Geld einer Prostituierten gegeben. Die Leute wieder aufgeregt. Ja? Und dann hat er einen Traum gesehen. Subhanallah. In diesem Traum hat er gesehen, dass Allah seine Spende angenommen hat. Und ihm gesagt wurde, was den Dieb betrifft, vielleicht wird es ihn von seinem Diebstahl abhalten. Was die Sänger betrifft, vielleicht wird es sie davon abbringen, so etwas zu tun. Und was den Reichen betrifft, vielleicht wird er damit aufhören. Also am Ende trotzdem etwas Gutes gewesen. Trotzdem etwas Gutes gewesen. Bis-Sa'il wal-Mahrum. Machen wir weiter. Wir sind jetzt zu lange bei einzelnen Versen stehen geblieben, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Inshallah, dann heute zumindest diesen Abschnitt abschließen. Und dann, nachdem Allah Ta'ala jetzt über die Rituale gesprochen hat, über unsere Beziehung zu den Menschen, geht Allah Ta'ala jetzt auf was ein? Auf das, was im Herzen ist. Und zwar, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Und die, die den Tag des Gerichts für wahr halten. Sehr interessant. Dass Allah Ta'ala das nach als eine Eigenschaft der Betenden erwähnt. Es müsste auch eigentlich umgekehrt. Also erstmal müsste doch das kommen und dann kommt das Gebet. Aber hier gibt es etwas sehr Wichtiges. Und zwar, wenn ich mich als Muslim anstrenge auf dem Wege Allahs, dann gibt mir Allah das wieder durch Iman, den ich in meinem Herzen spüren werde. Schaut mal, ihr kennt diesen Hadith, der ist sehr schön, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja, der Blick ist ein vergifteter Pfeil von Iblis. An-Nadhra sahmu masmun min siham Iblis. Man tarakahu makhafat Allah, wer ihn unterlässt für Allah, aus Ehrfurcht gegenüber Allah, abdalahu Allahu iman yajidu halawatahu fi qalbi. Dem wird Allah Ta'ala als Ausgleich dafür Iman geben, dessen Süße er im Herzen verspüren wird. Es geht also um eine Wechselwirkung. Wenn ich also meine Ibadat vollziehe, gut bin, Allah wird mich damit belohnen, indem nämlich mein Yaqin, meine Gewissheit stärker wird. Das ist eine Wechselwirkung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das eine baut auf dem anderen. Umso mehr Sünden ich begehe, umso mehr ich mich gehen lasse, desto schwächer wird mein Iman. Und umgekehrt genauso. Deswegen, Allah Ta'ala in Surah Al-Baqarah, was sagt er? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Gebietet etwa den Menschen das Gute und vergesst euch selbst, obwohl ihr das Buch rezitiert. Habt ihr dann keinen Verstand? Und jetzt kommt es. Wie soll ich das ändern, diesen Zustand der Heuchelei? Ja? واستعينوا بالصبر والصلاة. Und sucht Zuflucht oder Unterstützung in was? Im Sabr und Salah. In der Geduld und im Gebet. Das heißt, das Gebet, was? Das würde mich ändern. Und das wird mein Iman stärken. Das wird dazu führen, dass ich davon ablasse. Also, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Und die den Tag des Gerichts für wahr halten, die Gewissheit haben, dass es einen Tag gibt, an dem die Menschen auferstehen werden und Allah auch die Menschen für das, was sie tun, zur Rechenschaft ziehen wird. Und deswegen auch يَوْمِ الدِّينِ. Was ist denn Dien? Wir hören immer Dien als Religion. Dien wird als Religion übersetzt. Aber das Konzept Religion ist eigentlich ein rein westliches Konzept. Sehr interessant. Das Konzept Religion, so wie wir es kennen, ist ein rein westliches Konzept. Din hat in der arabischen Sprache eine ganz andere Bedeutung. Was ist denn die Bedeutung von Din? Sehr wichtig, darüber könnte man einen eigenen Vortrag halten. Lebensweg? Ja, Lebensweg, aber was ist die sprachliche Bedeutung von Din? Von welchem Wort kommt das? Von Dain. Was ist Dain? Dain ist Schuld. Was bedeutet das? Ich stehe in der Schuld. Wem gegenüber? Allah Ta'ala. Ich stehe in der Schuld. Ganz wichtig. Und das müssen wir verstehen. Es ist nicht dieses Konzept, ich kann dann, wenn ich will, Spiritualität dann oder mich sozusagen Dinge machen, die mich spirituell bereichern. Und wenn ich keine Lust habe, dann nicht. Nein!
Du stehst Allah in der Schuld, ob du es willst oder nicht. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen, Yawmuddin, du stehst Allah gegenüber in der Schuld und auch den Menschen gegenüber, wenn du ihnen Unrecht getan hast. Also Yawmuddin ist der Tag der Abrechnung. Ist der Tag, wo ich vor der gerechtesten Mahkama, vor dem gerechtesten Gericht überhaupt stehen werde und Allah Ta'ala mich zur Rechenschaft ziehen wird. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind, denn gewiss vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher glauben. Allahu Akbar, was für Ayat. Egal wie viele gute Taten ich tue als Muslim, egal wie viel ich bete, egal wie viel ich faste, egal wie viel ich spende, ich weiß nicht, ob Allah das alles von mir annehmen wird. Ich fühle mich nicht sicher. Ich werde niemals überheblich und glaube, ich habe es jetzt erreicht. Ich bin schon im Paradies. Ganz im Gegenteil. Seid euch sicher, umso mehr man tut, desto mehr wird man diese Eigenschaft des Ishfaq haben, diese Sorge. Wie werde ich eigentlich vor Allah stehen? Nur diejenigen, die nichts tun, die fühlen sich sicher. Subhanallah. Wisst ihr, wie das ist? Das ist genauso wie mit dem Wissen. Es gibt so eine, ich habe mal so eine Kurve gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Es gibt so wirklich so eine Kurve, sehr, sehr interessant. Jemand, der nichts weiß, der denkt, er weiß alles. Und umso mehr er sich beschäftigt, merkt er, oh, ich weiß eigentlich gar nichts. Und dann geht das so, wie so ein Graph, ja, geht das dann runter, ja, und zwar richtig stark. Und wenn er sich dann wirklich Wissen aneignet, ja, dann steigt es wieder langsam, aber ist irgendwo dann in der Mitte dann, ja. Aber er wird niemals denken, er weiß alles. So, er merkt, ich weiß eigentlich viel weniger als das, was ich weiß. Und genauso auch ist es mit Leuten, die nichts tun. Leute, die nichts tun, die denken, ach, mir kann so nichts passieren. Allah liebt mich, also wenn es irgendwie was geben sollte, dann werde ich schon im Paradies sein. So denken sie, subhanallah, ist wirklich so. Und dann fangen sie an zu praktizieren und entwickeln sich und merken, oh mein Gott, ich habe ja gar nichts gemacht bisher. Und fallen richtig runter. Und dann umso mehr sie sich anstrengen, umso mehr sie sich mit ihrem Glauben beschäftigen, sind sie dann in einer Zwischenposition. Weder verzweifeln sie, weil sie wissen, Allah ist barmherzig. Noch fühlen sie sich absolut sicher, weil sie wissen, Allah Ta'ala kann auch einen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Sie sind genau dazwischen, subhanallah. Bain al-Raja wa khauf. Raghaban wa rahaba. Hoffnung und Ehrfurcht gegenüber Allah. Das ist der Mittelweg. Und genau das spricht Allah Ta'ala hier an. Jemand, der betet, fastet, all diese Dinge tut, ja, er hat Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, aber gleichzeitig fühlt er sich nicht absolut sicher. Und deswegen, subhanallah, Allah erwähnt immer wieder die Gläubigen im Koran. Ja, und er beschreibt sie, indem er sagt, الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Jene, welche, wenn sie Allah erwähnen, ihre Herzen voller Angst sind. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und jene, welche geben, was sie geben, und ihre Herzen sind mit Angst erfüllt, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha fragte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wer ist damit gemeint? Das ist diejenigen, die fasten und diejenigen, die Sinner machen und klauen und weiß ich was. Der Prophet sagte, nein. O Tochter des Siddiq. Das sind vielmehr jene, welche fasten, beten, aber Angst haben, Allah Ta'ala könnte vor ihnen nicht annehmen. Subhanallah. Und deswegen jemand, der so ist, wie es Allah hier beschrieben hat, der könnte niemals überheblich werden. Der wird niemals über andere urteilen. Der wird niemals sagen, komm, was bist du für ein Muslim? Sondern er wird immer an sich selbst denken und seine Sünden denken und sagen, ja Allah, möge Allah mir verzeihen und möge Allah mir festigen. Möge Allah mir verzeihen und mich festigen und macht Dua dann für diese Person. Dann, nächste Eigenschaft. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Also wir haben jetzt was? Einmal zwei Ibadat, ja? Also Zakah oder Sadaqa und Gebet. Dann haben wir etwas, was mit Iman zu tun hat und Einstellung. Und jetzt kommt etwas, was die Moral betrifft. Und zwar sagt Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Mit anderen Worten, sie begehen keinen Sinner. Mit anderen Worten, sie begehen keinen Sinner. Sie schaffen es, ihre Scham zu hüten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna fakhidayhi adman lahul jannah. Wer mir das garantiert, was zwischen seinen beiden Kiefern ist, die Zunge, und zwischen seinen beiden Oberschenkeln ist, sein Geschlechtsteil, dem garantiere ich das Paradies. Allahu Akbar. Ist nicht einfach. Aber, ja, es ist wert.
Geduld zu haben. Und ein Muslim sollte Allah immer wieder bitten, dass er in Bezug auf diese Sache Geduld hat. Und dann weitere Akhlaq-Sachen, die Allah Ta'ala erwähnt. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtungen achtgeben. Er hält die Verträge ein. Er ist ein Amin, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Alles Akhlaq. Er betrügt nicht, er lügt nicht. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen. Also er hat Zivilcourage. Ist ehrlich und hat Zivilcourage. Wenn er dazu aufgerufen wird, ein Zeugnis abzulegen, hat er keine Angst, sondern er bezeugt die Wahrheit. Allahu Akbar. Schaut euch mal diese Eigenschaften an, der Betenden. So sollte ein Mu'min sein. Ibadat, Iman und Akhlaq. Ibadat, Iman und Akhlaq. Gottesdienstliche Handlungen, Glaube, fester Glaube und moralisches Handeln. Das sind die drei Bereiche, die ich ausfüllen muss als Muslim, damit ich ein wahrhaftiger Muslim bin. Und dann schließt Allah Ta'ala das Ganze ab, indem er noch einmal auf eine Ibadah eingeht. Also am Ende und am Anfang steht immer die Ibadah, das Gebet. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Subhanallah. Am Ende und am Anfang. Und diejenigen, die ihr Gebet einhalten. Ja, es kommt immer wieder aufs Gebet zurück. Deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist mit denjenigen? Was kriegen sie? Allah ta'ala, er sagt dann ganz am Ende dieses schönen Abschnittes, wo er über diese Eigenschaften spricht, sagt Allah ta'ala, Ula'ika fi jannati mukramun. Jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Das ist dann ihr Ausgang. Das ist der Weg zum Jannah. Willst du ins Jannah? Wer von uns will ins Jannah? Ich. Wir alle, oder? Ja, wer sich jetzt nicht mehr sagt, will ich in Jannah. Alle wollen wir in Jannah. Inshallah, alle mal die Hände hoch. Wir wollen alle in Jannah, inshallah. Also sollten wir uns alle diese Einschätzung aneignen, inshallah. Ja, das ist das. Achte auf deinen Akhlaq. Achte auf deine Ibadat. Und stärke deinen Iman. Und der Weg zum Paradies wird dir frei sein, inshallah. Wir werden hier abschließen für heute, inshallah. Ich finde, diesen Abschnitt ist einfach sehr, sehr wichtig. Und werden jetzt Surat Al-Ma'arij in vier Teile aufteilen. Bi'iznillah azza wa jal. Das inshallah ta'ala für heute. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.